heute an meinem Interview, an meinen drei Fragen teilnimmst. Und da würden wir auch schon direkt starten, ne? Mit der ersten Frage. Und zwar, du bist ja Yoga-Lehrerin, wenn ich das so nennen kann. Wie bist du denn zum Yoga überhaupt gekommen? Ja, also Jeanette, vielen Dank für die Einladung heute. Und ich freue mich schon auf die drei Fragen. Die erste Frage, wie bin ich zum Yoga gekommen, ist eine längere Geschichte, die ich jetzt verkürze. Das war im letzten Jahrhundert, in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Ich hatte sehr starke Rückenschmerzen, war immer beim Orthopäden unterwegs, bis der dann zu mir gesagt hat, also so geht es nicht weiter, wir müssen Sie operieren, sonst sitzen Sie mit 30 im Rollstuhl. Und es hat mich total geschockt, ja, ich wollte das nicht. Und hatte so im Hinterkopf, da war doch was, da gibt es doch irgendwie auch Yoga, das soll ganz gut sein. Und man möchte es nicht glauben, zur damaligen Zeit war es sehr schwierig, Yoga-Unterricht zu finden. Ich habe dann eine Lehrerin gefunden, die hatte so einen Minikurs mit 6 Teilnehmern in einem kalten Raum unter der Kirche. Ich habe dann als Student gleich eine 10er-Karte gekauft, war das erste Mal dort und fand das alles furchtbar und schrecklich und dachte mir, oh mein Gott, worauf habe ich mich eingelassen? Aber wie gesagt, ich hatte die 10er-Karte. Bin also dabei geblieben und habe schon nach dem 3. Mal gemerkt, es tut meinem Rücken so gut und ich musste nicht zur OP. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr und das war für mich der absolute Durchbruch. Und deswegen bin auch ich auch so überzeugt, Yoga ist einfach fantastisch. Nicht nur körperlich, sondern auch für den Geist und für das Leben an sich. Und du vereinst das ja, wenn man auf deiner Homepage sich mal ein bisschen umschaut, mit dem Begriff Göttinnen, Mythologie. Ne? Du hast ja da so eine Kombination aus den beiden Sachen geschaffen. Was fasziniert dich dann an der griechischen Mythologie oder an der Mythologie überhaupt und deren Göttinnen? Ja, also Mythologie, wenn man da mal hinschaut, das sind ja immer anonyme, erdachte Geschichten für Phänomene, die man sich nicht erklären kann. Da so entstehen Mythologien, dann werden Erzählungen drumherum gebaut, die dann in einen gesellschaftlichen Kontext gesetzt werden, den man verstehen kann. Und in diesen Geschichten, da gibt es dann Götter, Göttinnen, Dämonen. Und es geht um die Erschaffung der Welt und verschiedene Ereignisse. Aber diese Göttinnen und Gottheiten sind immer Personifizierungen von Naturkräften. Und da mache ich jetzt den Bogen zu der Göttin. Die Göttin ist die Frau, die verbunden ist mit ihrer Urnatur, mit ihrem Sein, mit ihrer Kreativität, mit ihrer Schöpferkraft und Lebensfreude. Und das habe ich verwendet und habe mir es mal genauer angeschaut und habe gesagt, im Leben einer Frau gibt es 4 Lebenslandschaften. Die Frau um die 30, die ins Berufsleben einsteigt, die Frau um die 40 in der Phase von Kindern, Ehe und alles, was sich darum rankt, die Frau um die 50 wäre die nächste Lebenslandschaft. Wenn die Kinder so langsam aus dem Haus gehen, die Midlife-Phase einsetzt oder schon ganz spürbar da ist und man sich dann die Frage stellt, ja, was ist aus meinen Ideen und Visionen geworden, die ich als junge Frau hatte? Da zieht man nochmal Bilanz. Das ist so ein Weckruf des Körpers an sich nochmal, um klar zu machen, wie geht es jetzt weiter und sich auch die Frage zu stellen, was ist los, wer bin ich? Und dann kommt die 4. Lebensphase, das ist die der weisen Frau, die ihre Weisheit und ihr Wissen bündelt und weitergeben kann. Und die 4 Lebenslandschaften, die habe ich in meinem Yoga für Göttinnen angeschaut und habe für jedes Alter, für jeden Bereich eine Göttin zugeordnet und dann spezielle Körperübungen, Atemübungen und Meditationen
zusammengestellt für optimales Wohlbefinden. Da hast du ja meine dritte Frage eigentlich schon fast mit beantwortet, denn die lautet, wie du das beides miteinander vereinst. Ne? Also die Göttinnen an sich, das Bild der Göttin mit deinem Yoga. Und hänge ich vielleicht gleich noch eine Frage dran, warum ist es denn so wichtig für uns Frauen zu erkennen, wer wir überhaupt sind? Ne? Du hast ja die Familie angesprochen, die Aufgaben, die damit mit dem Frausein sozusagen einhergehen. Aber warum ist es so wichtig für uns jetzt als Frau zu wissen, wer wir sind? Und wie baust du das vielleicht auch so mit in dein Yoga mit ein? Ja, das hat diese Frage, die finde ich sehr, sehr wichtig. Die wird mir auch immer in den Gruppen, in den Frauengruppen, die ich schon über 17 Jahre begleite, gestellt. Ja, der Hintergrund ist, dass die Frage aufkommt, meistens so um die 40, was mache ich hier überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Wer bestimmt mein Leben? Ich bin bestimmt von dem Rhythmus der Kinder, Schule, Lernen und sonstige Kurse. Ich bin bestimmt von dem Beruf des Mannes, was er für Bedürfnisse hat. Und was ist überhaupt mit mir? Also es ist oftmals so eine Fremdbestimmung, die wahrgenommen wird, weil man gar keine Zeit meistens hat, um zu sich selbst zu kommen oder überhaupt keine gesellschaftlich anerkannte Plattform, um da mal hinzufühlen. Wo gehe ich hin, um mich mal selbst zu finden? Mittlerweile ist das schon viel besser. Es gibt Retreats, es gibt Achtsamkeitskurse, es gibt natürlich Yoga. Das ist der beste, aus meiner Sicht der beste Weg, um zu sich selbst zu kommen. Und dann die Sicherheit für sich zu entwickeln, für sich und seinen Standpunkt und zu erkennen, das will ich, das ist meine Wahrheit und die möchte ich auch leben. Und ich merke immer, dass die Frauen so sich gar nicht selber trauen, wenn sie sagen, ich habe das Gefühl, das ist so und so. Und dann kommt der Satz danach, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Und es ist ja so, wenn du das Gefühl hast, es ist für dich so, dann ist es so, dann kannst du dir trauen. Und ich möchte einfach unterstützen, mehr in dieses eigene Vertrauen zu gehen und klar zu wissen, es ist völlig in Ordnung, seine eigene Position zu finden und mit sich zufrieden zu sein, im Einklang zu sein und seinen Weg zu gehen. Das hat nichts mit Rebellion zu tun, sondern mit innerer Klarheit. Und die führt auch also zu Glück und genau zu dieser Selbstbestimmtheit, die ich anspreche. Ich denke mal, da redest du oder sprichst du vielen Frauen aus dem Herzen, weil das so der Knackpunkt ist, denke ich, bei uns, dass wir uns von den Gedanken lösen müssen, ständig für jemanden anders da zu sein und uns dabei vollkommen vergessen. Deswegen finde ich das einen ganz, ganz tollen Ansatzpunkt von dir und deinem Yoga und noch der Begriff der Göttin dazu. Das ist so das i-Tüpfelchen, was mich auch dazu bewogen hat, dich einfach mal näher kennenzulernen und dir auch meine drei Fragen zu stellen. Da sind wir schon am Ende, liebe Charlotte. Herzlichen Dank für deine Antworten und ich denke mal, wir bleiben ganz bestimmt in Kontakt und werden noch sicher in anderen Sachen und anderen Projekten zueinander finden. Ganz, ganz lieben Dank. Mach's gut. Tschüss.